Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge des Pokédex Battle. Ja, dritte Folge. Falls ihr die zweite nicht gesehen habt, die gab es bei Blocky auf dem Kanal. Guckt ihr also unbedingt vorher. Ansonsten werdet ihr hier gleich tot gespoilert. Hallöchen, Mr. Bloxen. Sind Sie bereit? Hallöchen, Mr. Flobert. Ich hab ja quasi schon gewonnen. Was ist los? Erzähl. Naja, also es sieht ja so aus, dass ich zwei Folgen schon gewonnen habe. Ja, und wir sind krank. Wir legen los mit dem ersten Mon. Blocky, du fängst an. Ich rate als erstes. Let's go. Dieses kriegerische Pokémon hat einen stark ausgeprägten... Nee, darf ich nochmal? Nö. Was machst du jetzt? Was ist denn los? Lies einfach vor jetzt, komm. Warte. Okay. Dieses kriegerische Pokémon hat ein stark ausgeprägtes Revierverhalten. Es kämpft mit anderen... Ich kann so nicht arbeiten. Ich weiß nicht, warum wir lachen. Ich auch nicht. Dieses kriegerische Pokémon hat ein stark ausgeprägtes Revierverhalten. Es kämpft mit anderen seiner Art um Futterplätze. Wir haben kriegerisches Pokémon. Es klingt natürlich im allerersten Moment erstmal nach Kampf-Pokémon. Die streiten sich um Futterplätze, weckt in mir aber direkt so ein bisschen Reh-mäßig. So, weißt du, so ein Reh im Wald. Ah, okay. Theoretisch würde sowas wie Kronjuwels Sinn machen, weil die sicherlich so mit ihren Geweihen so gegeneinander ballern und sowas. Ich kann sagen, wenn du jetzt falsch gehst, der nächste Eintrag wird dir ein bisschen weiterhelfen. Das ist cool, dann gesse ich jetzt einmal falsch und sag Kronjuwild. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Eintrag. Wunderbar. dieser Eintrag wird dir, glaube ich, tatsächlich ein Stück weit weiterhelfen, weil du warst schon sehr auf der falschen Fährte. Pass auf. Kaum ein anderes Vogel-Pokémon gewinnt direkt nach dem Abflug so schnell an Tempo wie besagtes Pokémon. Gewinnt, also Vogel-Pokémon würde ich jetzt Kronjuwild und Co. dann schon mal ausschließen. Gute Entscheidung. Diese. Was ist denn ein Abflug? Na, wenn er abhebt. Könnte man jetzt meinen, dass es ein sehr schnelles Pokémon dann auch dementsprechend sein müsste. Ja, Flugkampf kommt damit eigentlich nicht mehr in Frage. Restladero und Galazapdos halte ich für diesen Pokédex-Eintrag für nicht sehr geeignet. Ich bin so ein bisschen bei Ibitak, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das relativ schnell beschleunigen könnte. Ich überlege auch die ganze Zeit, was könnte das für ein Real-Life-Vogel sein? So, Falke wäre so sturzflugmäßig vielleicht ganz geil, aber es gibt, glaube ich, kein Falken-Pokémon. Schwalbors auch eher weniger, glaube ich. Staravia kann es ja nicht sein. Staraptor. Okay, und? Aber Habitak würde ja theoretisch doch passen wieder. Weil wieder Habitat und ja. Und sowas, ne? Richtig, man kennt es. Richtig. Wait, Habicht, da kommt ja auch, also vielleicht kommt ja auch daher Habitat von beiden vielleicht auch. Und Habicht war doch auch ein Falke, oder nicht? Das ist das zweite Mal innerhalb dieser Season, aber let's go, Habitat, wir gehen rein. Ist falsch. Na gut. Sein Revier hat einen Radius von mehreren Kilometern. Das Eindringen anderer seiner Art wird nicht geduldet. Dann gehe ich für Ibitak. Instant einloggen, Ibitak? Ja, instant einloggen. Okay, ist auch instant falsch. Okay, verdammt. Es speit Funken in Nisthöhlen und erlegt die erschrockenen, daraus hervorkommende Beute mit seinen scharfen Krallen. Datiri wahrscheinlich. Also Datiri schließe ich mal aus, aber es wird ja die Entwicklungsreihe sein. Sprich Datignis oder Fiaro. Klingt natürlich insgesamt alles, weil es so ein bisschen superlativmäßig aufgebaut ist. Da passt Datignis weniger. Deswegen tippe ich auf Fiaro. Und Fiaro, was ist Fiaro für ein Vogel? Ist der ein Falke? Könnte schon so in die Richtung gehen, ja. Wenn es jetzt Datignis ist, ärgere ich mich sehr, aber für mich macht Fiaro noch einen Ticken mehr Sinn. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast die absolut richtige Entscheidung getroffen, um einen weiteren Punkt zu verlieren. Es ist Datignis. Kannst du hören, nicht reden, Alter. Es ist Datignis. Das gibt's doch nicht. Bist du bereit? Ja. Wenn dieses Pokémon hungrig ist, dann schnappt es vor Gier nach allem, was sich bewegt. Ein gieriges Pokémon. Fällt mir nichts zu ein, bin ich gerade ehrlich mit dir. Gib doch mal einen Hint jetzt. Ich geb dir alles, aber sicherlich heute keine Hinweise. Es schnappt. Also hat es eher ein Maul. Und weniger wie Voltula so ein Beißzangenwerkzeug. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit nicht auch schnappen kann. Nein, da ich echt keine Ahnung habe und mir gerade nur ein Pokémon mit einem echt großen Maul einfällt, logge ich Pelipper ein. Ist natürlich falsch. Wo ist der Surrender-Button? Ist ja in Pelippas Maul. Ich weiß es nicht. Dein Punkt ist auf jeden Fall nicht. Aber wir machen weiter. Let's go! Ja. Nachts hängt sich zum Schlafen an einen Ast. Wenn es sich im Schlaf bewegt, kann es passieren, dass es auf dem Boden wieder aufwacht. Also im Klartext, es fällt wahrscheinlich runter. Jetzt könnte man natürlich als allererstes an Fledermäuse denken. Jetzt bin ich gerade bei Faultier gelandet. Und du würdest diesen Eintrag nicht als zweiten vorlesen, wenn es so offensichtlich wäre.
Es kommt darauf an, wie viel Auswahl ich habe, ne? Yeah. Aber tendenziell natürlich die schwierigeren als erstes. Richtig. Also so ein Bummels zum Beispiel. Der ist ja nicht umsonst ein Faultier geworden. Der ist sehr faul. Mhm. Also gierig und faul passt okay noch zusammen. Aber dass er dann einfach nach allem schnappt, ist schwierig. Gibt's da noch andere Faultiere? Es gibt da noch andere Faultiere, in der Tat. Faultierprofessor Dr. Bloxen klärt sie auf. Ich gehe dafür, glaube ich, auch einfach. Ich sag Mundtier. Ich muss sagen, Mundtier ist ein wirklich guter Guess. Ist natürlich nicht richtig, wirst du dir auch schon gedacht haben, ja, ja. Aber war ein guter Guess. Ist ein sehr kurzer Eintrag, deswegen hör ganz genau zu. Okay. Wenn die Beute nicht in sein Maul passt, zerstückelt es sie und frisst jeden Krümel. Klingt erstmal wild. Im ersten Moment habe ich an Schlange gedacht. So, wenn das die Beute nicht ins Maul passt, dann hakt es einen Kiefer aus oder so. Aber dann hast du gesagt, es zerstückelt sie. Könnte, also da kommt so ein kleines Pikachu und du passt halt nicht rein. Dann papapapapap. Heute Öhrchen, morgen Schwänzchen. Ich war erst bei Sichlor. Aber Sichlor ist irgendwie nicht so dieses Pokémon, das so gierig wird und nach allem schnappt. Ne? Der hat es gar nicht nötig, nach allem zu schnappen. So, der geht los und reißt sich ein Pikachu easy. Ich gehe für Mantidea. Ich überlege gerade nochmal ganz genau, wie es aussieht. Dadurch, dass ich aber nicht wusste, was Mantidea ist, kannst du ja schon mal davon ausgehen, dass es falsch ist. Ist es hungrig, wirft es seine messerscharfen Blätter umher und zerteilt alles um sich herum. Blätter. Mir fallen jetzt echt nicht viele Pokémon ein, die krass viele Blätter bei sich tragen direkt. Ist auch die Frage, was für Blätter sind gemeint, ne? So pflanzliche Blätter, den A4 Blätter, den A5 Blätter. A5 ist ja lächerlich. Was willst du denn damit kaputt machen? Na, kommt drauf an. Wenn es ein gefaltetes A4 ist, ist es ja quasi auch A5 und dann ist schon gefährlich. Dann ist schon gefährlich. Es ist Katagami. Nein, lock ich nicht ein. Stopp. Wobei. Lock mir Katagami ein, ja. Habe ich das richtig vernommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich mit dir. Witzig wäre es, wenn es Tropio wäre, aber sage ich jetzt auch nicht. Wenn sich so von Bäumen hängt, oder so eine Fledermaus. Ich sag, es ist Frohball. Frohball aber auch, Alter. Also du meinst, zu Frohball passt, es schnappt nach allem, was sich bewegt und es zerstückelt schon, alles in Einzelteile. Schon das verbindest du mit Frohball. Mhm. Offensichtlich falsch. Dieses Pokémon lähmt den Gegner mit Giftpuder, bevor es ihn mit Säure erledigt. Oh, nee, es ist jetzt aber nicht Ultrigaria Satzenia in die Richtung, oder? Es wäre tatsächlich Ultrigaria gewesen, ja. Es ist so, jetzt wo ich es weiß, ist es so obvious eigentlich. Oh. Steht jetzt 0-0. Du hast jetzt die Chance, einen Punkt zu holen, oder 2 oder 3. Hat ein außerordentlich feines Gehör. Es tastet seine Umgebung auf jedes noch so leise Geräusch ab wie ein Radar. Da fallen mir tatsächlich 2 Pokémon ein. Flurmel, wobei ich mir nicht sicher bin, ob Flurmel gut hören konnte. Ich meine, es hat größere Ohren und hat natürlich mit Ton und Sound und sowas zu tun. Anderes Pokémon ist Radar. Kiradar zum Beispiel wäre eine Option. Okay. Aber ob der jetzt krasses Gehör hat, keine Ahnung. So ein bisschen Radar ist natürlich auch wieder so Ursaluna, aber der hat ja eher so eine feine Nase. Was auch noch ultra strong und ultra gut passen würde, wäre Uafnir. Macht zumindest so mit Schallwellen und wäre so radarmäßig und hat größere Ohren. Von daher würde ich, glaube ich, für Uafnir gehen wollen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ist es etwa falsch und dadurch wird es weniger spannend? So ist es. Leider falsch. Es tut mir leid. Ich muss dazu sagen, dieses Pokémon hat wirklich sehr ähnliche Einträge nur, aber... Oh nein. Dieses Pokémon verfügt über ein außerordentlich gutes Gehör. Es kann sogar das Kullern eines Kiesels aus 2 Kilometer Entfernung wahrnehmen. Ich meine, Kakelo könnte halt auch sein, aber wenn du sagst, ne, also du hast mir ja quasi noch einen zweiten Hinweis mitgegeben, dieses Pokémon hat sehr viele ähnliche Einträge. Ich glaube, dass zu Flurmel und Kakelo eher was zu deren Lautstärke kommen würde, als zu dem, was sie hören. Von daher glaube ich, bin ich nicht auf der richtigen Fährte. Okay. Was kann gut hören? Vielleicht gehe ich mal so ran. Hasen? Keine Ahnung, Grabbit, da würde auch was anderes zu Grabbit stehen, glaube ich. Keine Ahnung, ich denke, ich werde für Flurmel gehen. Ich, wie gesagt, ne, ich habe schon argumentiert, warum es Flurmel wahrscheinlich nicht ist. Aber let's go, Flurmel. Ja, Flurmel ist es nicht, wie du schon richtig sagtest. Berührt es jemanden mit seinen Fühlern an seinen Ohren? Erfährt es durch den Herzschlag der Person, wie es ihr geht? Das kommt mir sehr bekannt vor, aber sagt mir gar nichts leider. Ja, also mit dem Fühler wird er ja wahrscheinlich, je nachdem, was mit Fühler gemeint ist, so Schwingungen dann aufnehmen können, sehr gut. Das heißt, es ist generell sehr, sehr, also es ist nicht nur auf sein Gehör muss es sich verlassen, sondern hat zusätzlich auch noch Fühler. Das klingt aber auch so ein bisschen Psychophen-mäßig. Was passiert eigentlich, wenn es 0-0 ausgeht? Ich habe aber wirklich gar keinen Guess. Also ich glaube, ab diesem Zeitpunkt kann man drauf kommen. Ich kann jetzt halt was einloggen, so, das ist falsch, können wir direkt weitermachen, wenn ich jetzt Keradar sage, aber mir fällt nichts ein. Also Keradar? Ja. Okay, das ist falsch. Über die Fühler an seinen Ohren kann es ertasten, wie es einer Person geht oder wann ein Pokémon aus seinem Ei schlüpft.
Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass auf den Ohren direkt irgendwie Fühler sitzen oder sowas, sondern vielleicht eher so ein bisschen so Fellfortsätze gemeint sind. Dann wäre ich bei sowas Katzen, Säugetier, Maus-ähnlichem, sage ich mal. Maus hatte ich vorhin schon kurz gedacht. Sprich, am ehesten glaube ich gerade bei Chillabell oder Pico Chiller. Weil Chillabell ist ja auch so, Bell kann natürlich schön bedeuten, aber vielleicht bedeutet es auch gleichzeitig sich gut fühlen. Irgendwie sowas in die Richtung, so Bell. Ja, ich gehe für Chillabell. Ich glaube fast nicht, dass es das ist, aber es könnte es zumindest sein. Es ist falsch. Hm. Ich glaube, die haben große Ohren tatsächlich. Ja, aber hier handelt es sich tatsächlich um Ordoch. Oh, und Ordoch hätte man zumindest mal in Erwägung ziehen können, tatsächlich. Ja, und auch mit Gefühlen und so einem Kram. Ich glaube, man hätte ja, es gessen können, aber Ordoch muss einem natürlich auch nicht im Kopf rumschwirren. Das ist immer so ein Ding. Ja, das ist ein ziemlicher Albtraum hier gerade. Ein Albtraum? Es erscheint vor schlafenden Menschen und Pokémon und frisst ihre Albträume. Also, natürlich gasst man jetzt erstmal auf Geist-Pokémon. Was ich immer verbinde mit Traumfressen ist Gengar. Weiß aber nicht, ob Gengar so viel Langeweile hat und diesen macht. Was? Ja, naja, guck mal, es ist ein voll entwickeltes Pokémon. So, du hast beim letzten Mal schon gesagt, die töten halt einfach Leute und machen so eine Sache. Also, du meinst, dass er gar nicht mehr Albträume fressen würde, sondern die ganze Person einfach. Dann sticht er die direkt ab. Ich gehe für Darkrai, komm. Es ist nicht Darkrai. Frisst es den Traum eines Menschen, vergisst der Träumer dessen Inhalt. Es schwebt stets durch die Luft. Jetzt bin ich ja doch wieder bei der Gengar-Reihe. Du musst aber auch bedenken, ne? Du hast in der ersten Folge, bist du vom Wort Rau auf die Fähigkeit Rauhaut gegangen. Und das war kompletter Bullshit. Und hier willst du von Schweben auf Schwebe kommen, oder was? Ja, aber guck mal, wie clever. Findest du das nicht wieder ein bisschen wortwörtlich? Ich glaube, Nebulak hat sehr viele Einträge, was sein Gas betrifft. Deswegen gehe ich für Alpollo. Ist leider falsch. Okay, krass. Tief in der Nacht erscheint es am Kopfende von Betten. Während es einen Traum frisst, schimmert das Muster auf seinem Körper. Oh, ein Muster auf seinem Körper, während es einen Traum frisst. Hast du einen Guess? Ja, zwei. Also eins davon ist kein Geist-Pokémon erstmal schon. Und bei dem anderen bin ich mir gar nicht sicher, ob es ein Muster auf dem Körper hat. So Albtraummäßig und Muster ist mir jetzt nach Tara halt in den Sinn gekommen. Aber es schwebt halt nicht. Aber es gibt ja noch genug schwebende Geister. Und bei Zwirrlicht kann mir nicht vorstellen, dass der ein Muster auf dem Körper hat. Zumindest wüsste ich es gerade nicht. Bei Zwirrfinst hat Muster und schwebt. Ich sag Zwirrfinst. Also die letzte Entwicklung. Ja. Ist falsch. Okay. Vielleicht wird dir dieser Eintrag ja jetzt den ersten Punkt in dieser Folge mal bescheren. Während es Träume frisst, stößt es Dunst aus. Bei fröhlichen Träumen ist dieser rosafarben und bei Albträumen schwärzlich. Ach, kannst du mir jetzt halt nicht sagen, dass es wirklich Nebulak ist, Alter. Weiß man nicht. Also mir fällt kein anderes Pokémon außer Smogmog ein, die so Dunst ausstoßen. Ich gehe für Nebulak. Nebulak? Ja. Ist tatsächlich falsch. Ja, du bist ziemlich gut auf die falsche Fährte, sag ich mal, reingefallen. Hast dich sehr auf Albträume und sowas konzentriert. Der wichtigste Hinweis in diesen ganzen Hinweisen war der rosafarbene Dunst. Es ist Somniam. Somniam? Und der hat ja tatsächlich so mit Träumen zu tun und deswegen fand ich den so risky zu nehmen. Aber die Einträge haben so ein bisschen mehr in Richtung Geist gelockt und ich dachte, du klapperst vielleicht erstmal so diese ganze Geistriege ab. Aber Dunst? Der stößt Dunst aus? Ja, guck mal, wenn du dir Somnivora anguckst, da kommt ja sogar richtig Dunst aus dem Kopf raus. Ja, und da kommt gar nichts, das ist eine Blümchentapete. Was für Dunst? Ja, ich dachte, das ist einfach so ein Darm. Punkt für dich. Von daher, sad. Der letzte Eintrag entscheidet alles. Ich huste kurz, warte. Schneide ich rein. Bitte Gehirn, bitte funktioniere. Okay. Die Farbe seines Körpers ändert sich je nach Wassertemperatur. In Alola verfügt es über eine fast schon blendend grelle Färbung. Bitte Gehirn, bitte funktioniere. Es ist kein Alola-Pokémon, sonst würde es ja dementsprechend nicht in Alola irgendwie besonders krass sein. Aber natürlich in Sonne, Mond dabei gewesen sein müssen. Also die müssen da irgendwo in der Welt rumgelaufen sein. Es könnte ein Fisch sein, aber es hört sich eher noch ein bisschen mehr nach einem Wechselblütler, heißen die, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, wo sie sich der Temperatur anpassen, sprich so amphibienmäßig. Das ist sehr viel Information. Ja. Jetzt müssten mir nur noch Pokémon einfallen. Ich denke die ganze Zeit so an sowas wie Amphiesel und so. Aber die gab's zumindest nicht im Dex, meine ich. Knirfisch wäre natürlich auch eine Option, aber widerspricht halt, dass es nicht aus Alola kommen darf eigentlich. Milotic, glaube ich nicht. Luminion.
Und ich glaube, Lumineon verbinde ich zumindest nicht mit Alola. Ich habe noch so Quallen im Kopf, also so die Apokalypse-Reihe. Fast schon grellend helle Farbe oder so. Blendend grelle Färbe. Blendend hell. Grell. Ich wusste, dass ich das wieder falsch gesagt habe. Ich sag Goldini. Es falsch, by the way. Es saugt die Körpersäfte seiner Beute aus. Was übrig bleibt, sinkt zu Boden und wird von anderen Pokémon verspeist. Hier liebe diesen Eintrag. Marmolida? Wie sieht Marmolida aus? Der hat so einen Kussmund, glaube ich, ne? Saugen. Könnte aber auch so Octillery sein, der könnte auch so saugen. Können alle saugen, ist ein nicer Eintrag erstmal. Es könnte natürlich auch gar kein Wasser-Pokémon sein. Sowas wie Calamanero. Warum verbinde ich Oktopusse mit Saugen? Also, die haben halt Saugnäpfe. Ja, vielleicht deswegen. Es kann halt alles sein wieder, ne? Also wahrscheinlich nicht, im Nachhinein macht es wieder so, war super simpel. Saugumon. Saugumon. Welser und Schmerbe sind aber auch noch interessant. Weil Welse saugen auf jeden Fall. Aber sind haut der erste Eintrag, dass sie so grellend, grell hell. Blendend grell. Libiskus, weil der küsst auch und küssen ist so ein bisschen saugen. Nachdem ich Libiskus gecallt habe, bist du irgendwie nicht verstummt, glaube ich. Deswegen glaube ich, Libiskus wird es nicht sein. Und ich gehe für Marmolida. Okay, also Marmolida ist falsch. Besagtes Pokémon lebt in extremen Tiefen des Südmeeres. Sein Körper ist so angelegt, dass es dem enormen Wasserdruck dieser unglaublichen Tiefe standhalten kann. Daher übersteht dieses Pokémon gewöhnliche Attacken unbeschadet. Ein Tiefsee-Pokémon. Kommt mir halt als erstes so Lampi und Lantern in den Kopf, aber aussaugen macht halt so, glaube ich, gar keinen Sinn. Ich überlege generell so über Tiefseegebiete nach, sprich Gen 3, wo es Liebeskuss halt auch nochmal gab, aber weiß ich nicht. Relikant macht halt auch keinen Sinn. Ja, Südmeer, also ich glaube, es gab ein Ost- und Westmeer in Sinnoh. Lumineon, aber Lumineon wäre halt, also passt halt noch mit am meisten gerade irgendwie, aber in Arceus war der auch eher über Wasser und ist, glaube ich, auch so ein fliegender Fisch eher. Das heißt, verbinde ich auch eher weniger mit Tiefsee. Ich hoffe einfach darauf, dass du 0 Punkte machst. Ich glaube, heute ist nicht so mein Tag. Deiner bisher auch noch nicht, aber ja. Ja, heute Luminion. Ist ein schwerer Tag. Lockst du Luminion ein? Ja, muss ich ja. Du wirst diese Folge sehr wahrscheinlich mit 0 Punkten verlassen. Obwohl besagtes Pokémon beim Schwimmen ein Bild von Eleganz und Schönheit bietet, kann es auch sehr grausam sein. Wenn es Beute sichtet, sticht es sein dünnes Maul in den Körper seines Gegners und entzieht ihm die Flüssigkeit. Boah, das ist ein starker Hinweis und sobald man das Bild im Kopf hat, also sobald man das Pokémon weiß, easy. Oh mein Gott, Erdbeben! Es ist so eine frustrierende Folge, ne? Holy shit. Ah, jetzt hab ich's, glaube ich. Jetzt hab ich's, glaube ich. Er hat's! Jetzt hab ich's, glaube ich. Boah, hätte ich da vorher drauf kommen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, es entwickelt sich aus einer bestimmten Perle und ich sage Saganabüß. Du warst auch mit der Perle sehr nah dran. Aber leider hast du dich für die absolut richtige Entwicklung entschieden. Es ist Saganabüs. Ah. Ja. Boah, aber Saganabüs ist auch so ein Pokémon. Da musst du erstmal dran denken, Brudi. Das Boah. Ist echt crazy. Ein Punkt. Woo! Wir können diese Folge gewinnen. Glückwunsch zum verdienten einen Punkt. Kuss. Jawohl. Das ist nicht gut für meinen Hals gewesen. Stark. Nee, sehe ich schon. Okay, gib mir mein letztes Mal. Komm schon. Ach ja, es kommuniziert durch magnetische Impulse mit seinen Artgenossen. Im Schwarm bewegen sie sich als perfekte Einheit. Boah, das ist ja so obvious, dass es falsch sein muss. Dann erzähl mal, was du erstmal gehst. Du musst es ja noch nicht einloggen. Naja, Magneton. Du hörst diesen Eintrag und es schießt dir sofort dieses Pokémon im Kopf. Du weißt selber, wie es ist, wenn man mit seinen Gedanken so festgefahren ist. Ich habe zweierlei Pokémon im Kopf. Ich gäse jetzt erstmal, weil es das Offensichtlichste ist. Für Magneton. Magneton war ein guter Guess, ist aber logischerweise erstmal falsch. Okay. Die Zellen seines Körpers bestehen aus Magneten. Anstelle von Blut fließt magnetische Energie durch. Okay, also ich sag jetzt, was mein zweiter Guess gewesen ist. Metang/Metagross. Weil die ja auch quasi alle aus Tarnhell bestehen. Ja. Oh, warte mal. Im Schwarm bewegen sie sich als perfekte Einheit. Dann habe ich das ja komplett missinterpretiert. Dann müssen die ja gar nicht zusammenhängen, sondern hängen einfach zusammen ab ein bisschen. Also könnte es theoretisch sogar Magnetilo sein und oder aber auch Tarnhell. Ich gehe jetzt für den Moment erstmal für Metang und dann sehen wir weiter. Ja, ich weiß nicht. Du warst jetzt noch nicht sonderlich überzeugt von Metang und dementsprechend kann ich dir auch sagen, nein. Metang ist es nicht. Wenn du jetzt richtig rätst, gewinnst du. Alles ist noch drin.
Es war nicht sonderlich spannend bis hierhin, aber jetzt wird's spannend. Wenn man es wütend macht, tobt es nicht nur, sondern sendet auch eine starke magnetische Kraft aus, die manche Maschinen kaputt macht. Das wiederum passt jetzt nicht zu den Erstentwicklern. Jetzt bin ich wieder so festgefahren. Jetzt. Also heute fühle ich es noch mehr als sonst. Ich bin froh, meinen einen Punkt zu haben. Ganz ehrlich. Das klingt für mich tendenziell aber wenig nach Magnetito. Also schmeiße ich den mal weg. Metacross? Ja. Magnezone? Ja. Okay, ich sage jetzt, es ist Magnezone. Das ist, und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, falsch. Gott sei Dank. Das heißt, gewinnen kannst du heute nicht mehr. Nee. Aber du kannst natürlich deine 2-0-Führung in die nächste Folge mitnehmen. Letzter Eintrag für dich. Ich gebe dir den Hinweis, der nochmal neue Elemente dazu bringt, würde ich sagen. Wenn es dir den nötigen Hinweis gibt, um den Punkt zu holen, ich habe es nicht verdient, mit einem Punkt hier den Punkt zu holen. Sind wir ehrlich. Also, es sendet magnetische Impulse aus, um Gegner zu sich heranzuziehen und sie dann mit den Krallen an seinem Hinterteil aufzuschlitzen. Okay. War für mich jetzt nur noch die Wahl zwischen Tarnhelm und Metacross. Metacross hat keine Krallen an seinem Hinterteil. Bist du sicher? Hast nachgeguckt? Also darf es Tarnhelm sein. Tarnhelm, ja. Ich sag Tarnhelm. Und Tarnhelm, das macht mich ebenso glücklich, ist natürlich richtig. Und damit gehen wir hier mit dem Unentschieden raus. Denn das war, also hier hat keiner einen Punkt heute verdient gehabt. Das ist halt so Bullshit. Was tobt denn ein Tarnhelm, Alter? Der kann sich kaum bewegen. Junge, das war aber auch der einzige Eintrag, der so ein bisschen weggelenkt hat von Tunnel, Alter. Das Mann. War ja... Hoffentlich wird es in der nächsten Folge ein bisschen punktreicher. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich habe mich sehr gefreut über die erste Folge zumindest schon mal, wie viele Leute von euch reingeschrieben haben, was sie gegessen haben. Ich wette mit euch, heute war mal jeder besser als wir. Von daher schreibt gerne eure Tipps und so weiter, was ihr so gedacht habt, in die Kommentare. Generell, Kommentare helfen euch, ne? Das ist ja noch so ein gewisses Gewinnspiel von Pampling. In der Luft. Und hilft euch auf jeden Fall. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Die gibt es dann bei Blocky wieder auf dem Kanal, ne, in einer Woche. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wäre ein Träumchen. Und je mehr Däumchen ihr habt, desto mehr Pokémon werden wir in der nächsten Folge erraten. Das verspreche ich euch. Ja, safe. Klar. Easy. Tschüss. Ciao. Pap, 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 pap.